Grüß Gott alle zusammen oder guten Morgen, obwohl für guten Morgen ist ein bisschen spät. Danke für die nette Ansage. Ich bin im Augenblick bei Siemens beschäftigt mit einem Projekt, das heißt Web of Systems. Und das ist quasi das strategische Projekt, um IoT, Digitalisierung Richtung Industrie 4.0 entsprechend bereitzustellen. Also wir bauen ein Framework, ein Ökosystem, was dann unsere Business Units einsetzen werden, um dann entsprechend ihre Probleme zu lösen. Das heißt, wir haben schon mal das erste Problem, wir haben verschiedene Anforderungen aus verschiedenen Kundensegmenten. Und ich möchte ein bisschen heute, es gibt keine Architektur für IoT. Ich würde ein bisschen gerne mal so vorstellen, welche Probleme wir sehen, welche Herausforderungen und wie man sie lösen kann. Ich werde aber auch vorstellen, so ein bisschen Szenarien aus der Industrie, also wo wir wirklich gerade innerhalb unserer Kunden überlegen, was wir denn in Richtung IoT machen können. Weil Siemens hat ja quasi sich die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben und da gibt es verschiedene Projekte. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir eben Daten sammeln von Geräten und von sonst wo, um eben daraus wertvolle Informationen zu gewinnen. Und wir haben auch Software zur Digitalisierung, die eben Remote-Wartung ermöglicht. Das heißt, also, was wir eben bauen, sind verschiedene Bausteine für so ein Gesamtkonzept, die man dann aber möglichst gut in die verschiedenen Domänen einbinden kann, die wir bei Siemens halt zur Verfügung haben. Natürlich ein Punkt, eigentlich ist IoT deswegen schon cool, weil es eigentlich so eine Art Pioniersmöglichkeit ist, weil nicht oft in der Informatik, das war das erste Mal, war ja kurz nach dem Beginn der 90er Jahre mit dem Internet, dann eben mit SOA und Enterprise-Architekturen, aber IoT hat halt die Möglichkeit, dass man sich selber noch sozusagen mit neuen Dingen beschäftigen kann, die es noch nicht gibt und das hat man relativ selten. Und insofern stimmt auch das, was da, sage ich mal, Thomas Alva Edison mal gesagt hat. Im Endeffekt, ich habe keinen Fehler gemacht oder ich habe keinen Fehlschlag erlebt. Ich erfand nur 10.000 Arten, wie es nicht funktioniert. Und genau das haben wir in IoT genauso. Ich meine, es gibt heute verschiedene Ansätze und ich behaupte mal, in 10 Jahren oder in naher Zukunft wird es schon mal ganz anders ausschauen, weil man dann einfach Erfahrungen hat, die dann nicht mehr gelten. Ich war ja auch in der Körperstandardisierung und heute ist im Prinzip so Remote-Mittelware und Service-Calls nicht mehr so verbreitet, gibt es dort schon noch, aber man sieht, wie schnell ein Paradigma, das damals sozusagen das Paradigma schlechthin war, sich wieder sozusagen wieder in der Versenkung verschwinden kann. Und es gibt einen, sage ich mal, berühmten Interneterfinder, der Mitvater des Internets, Vint Cerf, der einfach auch erwartet, dass eben überall im Haus oder wo man auch ist, Geräte quasi in das Internet integriert werden. Und so, das ist auch seine Vision. Also er glaubt auch, dass wir uns, wenn wir jetzt Dinge entsprechend integrieren, was auch immer Ding bedeuten soll, inzwischen gibt es auch das Internet of Everything, dass wir entsprechend hier zu neuen Möglichkeiten kommen. Also ich möchte hier ein bisschen deswegen auf die Relevanz von IoT eingehen. Ich beleuchte Atom nur kurz, weil das sehen wir, glaube ich, hier auf der Konferenz relativ häufig. Ich möchte eher von der Industriebrille aus mal betrachten und einfach mal zeigen, was sind jetzt eigentlich die Wirkungskräfte und die Herausforderungen, die man sich dort stellen muss. Und ebenso, welche Patterns könnte man benutzen, um die entsprechenden Lösungen bereitzustellen. Ich gehe jetzt nicht auf die Historie von IoT ein, auch nicht, was IoT auf der Gerätebasis ist, weil wir bei Siemens haben ja verschiedenste Embedded-Geräte, also so ein Computertomograph ist auch ein Embedded-Gerät, hat aber wahrscheinlich die Computing-Power, die jeder von uns gerne auch haben würde. Es geht aber wirklich bis zu kleinen Automatisierungsdevices. Das heißt also, wenn man aus der Industrie kommt, hat man schon mal das Problem, dass es von ganz groß bis ganz klein alle möglichen Gerätschaften gibt, die man vielleicht irgendwie ins Internet bringen will.
und die dann über irgendwelche Sensorik verfügen und Aktorik, sodass man entsprechend Werte messen oder irgendwelche anderen Dinge beeinflussen kann, sprich, dass man Regelkreise bauen kann. Ein Beispiel, also ich gehe erstmal ein bisschen auf die Home-Sachen ein, weil die sind relativ simpel. Also wenn man jetzt mal anschaut, Philips Lightify oder Nest von Google aufgekauft oder Wifferings und dergleichen, die haben alle relativ kleine Geräte, meistens eben Geräte, die schon mit Computing Power ausgerüstet sind. Und es gibt inzwischen auch Standards oder de facto Standards wie OpenHAB, wurde, glaube ich, von einer Person von InnoQ entwickelt, um eben, da sind welche, die eben hier auch mal für Home Automation einen entsprechenden Mechanismus bereitgestellt haben, der im Prinzip darin besteht, dass man auch entsprechende Events auffangen kann und verarbeiten kann und dass man auch Kommandos an Geräte schicken kann. Was natürlich wichtig ist, es läuft auf einer JVM. Kommen wir schon zum einen Unterschied bei der Industrie. Wenn ich einigen unserer Industrie-Business Unit sage, macht es meine JVM auf dem Gerät drauf, dann fliege ich wahrscheinlich hochkant wieder die Tür raus. Das heißt also, nicht jede IoT-Anwendung kann einfach davon ausgehen, dass man unter einer JVM oder unter einer CLR oder irgendeiner virtuellen Maschine läuft. Dementsprechend sind die ganzen Heimszenarien zwar nett und sie zeigen, welches Potenzial man durchaus hat, aber sie geben nicht wirklich wieder, was wir für ein Challenge haben, also in der Industrie. Also bei uns geht es jetzt im Augenblick erstmal von Hunderten bis Zehntausenden Geräten unsere Lösung bereitzustellen, aber man sieht ja bereits in der Ankündigung, irgendeiner hat dieses 50 Milliarden Geräte im Jahr 2020 behauptet, wer auch immer. Nehmen wir mal an, das würde zutreffen, dann wird man schon zumindest sehen, dass das natürlich eine große Relevanz hat. Also wenn wirklich 50 Milliarden Geräte mit IoT-Mechanismen quasi integriert werden müssen und zusammenarbeiten müssen. Wobei, also wir haben jetzt durchaus Kunden in Japan zum Beispiel mit 2 Millionen Knoten, die sie brauchen, wenn sie wirklich das IoT einsetzen wollen. Das sind also dann wirklich 2 Millionen verschiedene Geräte, die da dran hängen. Und da werden wir später auch sehen, welche Herausforderungen man da hat. Also 2 Millionen Geräte, wir haben es vorher in der Keynote schon gehört, kann ich nicht mehr kurz updaten und neue Firmware draufspielen, indem ich zu jedem einzelnen Knoten gehe und das manuell mache. Sondern da muss ich natürlich mir überlegen, wie kann ich das konkret wirklich unterstützen und zwar automatisiert unterstützen. Ich mache jetzt mal ein paar Case Studies, die aus unserem, sage ich mal, Umkreis stammen. Wir haben uns also mal ein Jahr zusammengesetzt mit allen möglichen Kunden oder beziehungsweise Siemens-Bereichen und haben also ein bisschen aufgeschrieben, das ist sowieso nur ein Ausschnitt, was die sich denn vorstellen können oder was die glauben, wie sie IoT nutzen können. Und ein Beispiel ist Container oder auch Zugwegen, also irgendwelche Container, in denen Waren transportiert werden. Die haben ja das Problem, dass solche Container, gerade wenn es verschifft werden, relativ häufig verschwinden. Die fallen halt einfach runter von irgendwelchen Booten und wer glaubt, das wäre relativ selten, der irrt. Das kommt sogar relativ häufig vor. Ist natürlich für den Logistikunternehmer, also auch für den, der es verschickt hat, blöd oder den, der es kriegen soll, weil er natürlich nicht weiß, was ist jetzt mit meiner Ware los, was ist da passiert. Und deswegen schlichte Idee, ich stecke in diese ganzen Container je ein Embedded Device, das dann immer wieder seine Position meldet, zum Beispiel bei Satellitenkommunikation, das aber auch zum Beispiel seinen aktuellen Zustand meldet. Ich wurde gerade so erschüttert, als wenn ich von 5 Meter runtergefallen wäre. Ist schon mal eine interessante Information, wenn irgendwelche Schäden auftreten. Oder bei mir im Innenraum ist es jetzt 75 Grad Celsius, also eindeutig zu warm. Also solche Geschichten sind halt interessant. Ich weiß auch zum Beispiel, wenn einer versucht, diesen Container zu öffnen, obwohl er gar nicht darf. Also irgendwo wird der Container geöffnet, aber nicht an dem Ort, wo das eigentlich geschehen sollte. Das heißt also, hier haben wir verschiedene Container, die in der Welt umherschwirren, von denen wir immer die GPS-Informationen wissen wollen. Da sind aber jetzt keine Aktoren drin. Das heißt also, es gibt keinen Mechanismus, um jetzt den Container irgendwelche Anweisungen zu geben, sodass er irgendwas ausführt.
Also insofern ist es eine spezielle Anwendung, die nur aus Sensoren besteht. Ein zweites Fall ist die Verkehrsinfrastruktur, also unsere Mobility, unser Mobility-Bereich. Die planen ja so Dinge wie zum Beispiel, wir kennen ja alle das berühmte Parkraum-Management-System, wo dann irgendwelche Sensoren, die außen an irgendwelchen Verkehrssignalen hängen, merken, ui, da ist, oder Laternen, da ist ein Parkplatz frei, und die dann über einen Server die Parkplätze verteilen und mich dahin navigieren. Also zum Beispiel, wenn man schaut, in San Francisco gibt es ja jetzt gerade einen Modellversuch, der das wirklich macht, weil man dort eben festgestellt hat, 30% aller Verkehrsstaus kommen dadurch zustande, dass irgendjemand nach irgendeinem Parkplatz sucht. Also das heißt, wenn man jetzt diese Parkplatzsuche optimieren könnte, könnte man auch die Staus reduzieren. Also es hat also durchaus auch umwelttechnische Vorteile und nicht nur irgendwelche Bequemlichkeitsvorteile. Wenn man aber schon die Sensoren einbaut, um Parklücken zu finden und zu vermitteln, da kann man auch hergehen und die Verkehrsgeschehen beobachten und zum Beispiel erkennen, ein Autofahrer möchte rechts abbiegen und ihm gegenüber auf dem Radfahrerweg, der will quasi geradeaus weiterfahren und es könnte jetzt eine Kollision geben, also Gefahrenerkennung. Im Gegensatz zum Parkraumproblem kann ich das aber nicht erstmal über die Cloud laufen lassen. Also bis ich mal über die Cloud die Gefahr geschickt habe und der das im Auto dann mitkriegt, ist der Radfahrer tot. Also insofern sehen wir hier, ist es wichtig, dass wirklich Geräte miteinander sprechen. Also das, was wir heute sehen, plus intelligente Geräte-zu-Geräte-Kommunikation ist eben hier wichtig. Es kann nicht alles über irgendeinen Cloud-Server laufen. Oder auch zum Beispiel so Wartungsszenarien, wo Roboter oder Drohnen kooperieren, indem ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein unwartbares Gelände oder ein großes Gelände, also eine Pipeline, ich möchte feststellen, ob da irgendwelche Schäden sind und möchte aber nicht jetzt jedes Mal das selber abfahren, sondern ich schicke einfach mal Drohnen los, die einen gewissen Streckenabschnitt überprüfen oder bei Brücken, da kommt man auch schwer hin, einfach mal hochfliegen und schauen, was da ist. Auch hier haben wir wieder sozusagen autonome Geräte zum Teil, die miteinander interagieren und miteinander ein Ziel erreichen. Und selbst wenn eine Drohne ausfällt, kann eine andere die Arbeit übernehmen oder eine herbeirufen. Also auch solche Mechanismen sind hier angedacht. Also es ist durchaus spannend, was wir sehen. Also wenn wir jetzt an KI und Swarm Intelligence denken, was ja ungefähr vor 30 Jahren Hype war und jetzt wieder ein Hype ist, liegt es auch daran, dass wir hier mit diesen IoT-Szenarien genau solche Bedürfnisse haben. Interactive Maintenance, das ist ganz einfach. Normalerweise, ich nehme mal Postsortieranlagen, ich merke, da ist irgendwas hinüber. Ich laufe zu der Sortieranlage, ein paar hundert Meter, um festzustellen, da ist eine Gummilamelle kaputt. Wieso kann mir das Ding nicht sofort über mein iPad oder mein System melden, dass zum Beispiel hier irgendwas defekt ist, was defekt ist und was ich mitbringen soll? Also, oder ich gehe zum Gerät hin und es gibt mir quasi 3D ein Bild von seinen Innereien und welche Teile jetzt nicht der Spezifikation gemäß arbeiten. Also hier hat man eine ganze Reihe von Möglichkeiten auch für die Wartungstechniker, weil wir reden ja immer von Benutzern oder irgendwelchen, sage ich mal, Arbeitern, die jetzt in dem Umfeld arbeiten. Wir reden aber kaum über Wartungspersonal und auch für Wartungspersonal muss man eben Vorkehrungen treffen. Last but not least, Future Automation. Das ist bei uns so eine Idee, wie kann in Zukunft die Automatisierung in der Industrie ausschauen? Und da kann es ja durchaus sein, dass man wirklich Roboter, CNC-Fräsen, andere Maschinen hat, die entsprechend Werkzeugteile bekommen oder zusammengesetzbare Teile bekommen und entsprechend mit diesen Werkzeugen oder mit den Teilen, aus denen man das Produkt herstellt, reden können. Und dann sagt das Teil, ich bin jetzt aber meinetwegen eine Tür von einem Audi A4 und das nächste Teil sagt, ich gehöre aber zum Q7. Und dann kann man entsprechend auf derselben Produktionslinie durchaus flexibel verschiedene Dinge produzieren. Ich meine, in dem extremen Ausmaß wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber es ist durchaus schön, wenn ich eine Fabrik kurz mal auf eine neue Art von Produktion umstellen kann. Und wobei teilweise sogar die Roboter oder die Maschinen das selbst überlegen können, wie sie das am besten handeln.
Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber es wird auch schon angedacht. Es gibt ja, glaube ich, von der NASA gibt es inzwischen sogar Pläne, mal kleine Kästen, die können im Weltraum fliegen und können sich beliebig zu Strukturen zusammensetzen. Also auch das ist im Prinzip eine Science-Fiction-mäßige Vision, die aber an denen die NASA zum Beispiel wirklich arbeitet. Was hat das jetzt alles für Implications? Also die Implications sind zum einen, wir haben ja die Aufgabe, jetzt so ein Ökosystem zu bauen, Internet der Dinge, für all diese unterschiedlichen Szenarien. Und da kann man sich überlegen, gibt es da eine Architektur dafür? Kann es nicht geben. Warum? Werden wir dann später noch sehen oder werde ich auch noch zeigen. Weil man eben völlig verschiedene Geschichten hat. Zum einen gibt es wirklich IoT-Systeme, wo alle Geräte an einem zentralen Knoten hängen und ich frage die nur ab und möchte wissen, wie schaut es denn bei euch aus? Wir haben zum Beispiel ein Projekt, da geht es um Energiesteuerung, da messen wir halt die drei Phasen des Stroms in einem Stadtteil und wenn wir merken, dass da irgendwelche Fehler auftauchen, in mehr als 80% der Fälle, dann müssen wir irgendwelche Gegenmaßnahmen treffen, das System nochmal hochfahren oder eben andere Aktionen treffen, damit es zu keinem Stromausfall kommt. Also hier kann man relativ schnell reagieren. Aber in den Parkraum-Szenarien zum Beispiel, da geht es auch um Kommunikation zwischen Geräten oder um intelligente, autonom arbeitende Systeme. Und da habe ich eben ganz andere, sage ich mal, Probleme, als wenn ich jetzt ein zentralistisches Hub-and-Spoke-System habe. Deswegen, wenn man sich überlegt, kann man natürlich als erstes mit irgendeinem Layer-Diagramm mal überlegen, was braucht man denn überhaupt? Für Funktionalität ist natürlich jetzt, sage ich mal, immer diese 10.000 Meter Sicht auf die Dinge. Sie zeigt zwar, was denn wirklich für Funktionalität notwendig ist, zeigt aber noch nicht die wirkliche Problematik, die man wirklich lösen will. Also ein paar Punkte möchte ich trotzdem mal eingehen. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass wir nicht mal die Hardware dazu kaufen, sondern die Hardware wird quasi selbst entwickelt. Klar mit Partnern wie Intel, ARM und dergleichen, aber wir haben 4 Referenzklassen von Hardware, die gehen bis von Raspberry Pi Größe und Leistungsfähigkeit bis ganz nach oben. Ich habe ja vorher erzählt, dass wir auch ziemlich High Computing fähige IoT-Geräte, wenn man das so will, haben. Das Ganze muss natürlich sicher sein. Also wenn einer jetzt denkt ans Stuxnet zum Beispiel, und jetzt habe ich auf einmal nochmal die Möglichkeit, das Ganze ins Internet zu bringen und mit Internet zusammenarbeiten zu lassen, dann werden natürlich erstmal viele Sicherheitsleute oder auch Unternehmer die Krise bekommen, weil sie das natürlich unter gar keinen Umständen zulassen können, dass es jetzt auf irgendeine Art und Weise Möglichkeiten gibt, in ein solches System einzudringen. Und deswegen ist für uns essentiell Sicherheit in allen Perspektiven. Also wer garantiert mir, ich bin ein Gerät und irgendeiner da oben sagt mir, ich bin ein Firmware-Update, dass dieser Server, der mir das meldet, wirklich der ist, der zu sein vorgibt. Oder wer kann verhindern, dass ich irgendein Gerät reinstecke und quasi so tue, als ob ich schon ein Gerät von dem System wäre. Und woher weiß ich, dass die Software, die jetzt da drauf läuft, wirklich sicher ist und auch die Verschlüsselung entsprechend funktioniert? Das heißt also, wir haben hier an allen Ecken und Enden Security-Aspekte, die wir lösen müssen. Und das ist quasi nur ein harmloses Kästchen da links, glaube ich, und rechts, wo wir eben von Security sprechen. Wir haben Themen wie Device-Management, also wie verwalte ich die Geräte, wie mache ich Firmware-Updates, wie kann ich Funktionalität dynamisch hinzuladen? Wenn ich nämlich merke, ich baue jetzt einen ganz anderen Algorithmus oder ganz andere Art von Funktionalität oder einen speziellen Driver für irgendeinen speziellen Sensor oder Aktor, dann möchte ich auch dann nicht wirklich manuell an die Geräte gehen und das dynamisch entsprechend installieren, sondern ich möchte es wirklich automatisiert installieren. Und entsprechend natürlich auch das ganze Lifecycle-Management des Systems, was ist, wenn Upgrades kommen, was ist, wenn Treiber aktualisiert werden und dergleichen. Kann also bis dahin gehen, dass man wirklich sagt, Kunde bekommt
aus einem Store die Möglichkeit, Funktionalität nachzuladen. Ist gerade bei der Industrieautomatisierung wichtig, dass man auch Software nachladen kann, dass man eben entsprechend weitere Funktionalität hinzufügen kann. Es gibt da auch so ein Kickstarter-Projekt, da geht es um einen Roboterarm. Auch dort ist es so, ich kriege einen Roboter mit Grundfunktionalitäten, kriege dann einen Zusatzarm dazu, der zum Beispiel greifen kann, kann man aber auch weitere Funktionalitäten dazu kaufen. Also nicht nur Hardware, sondern auch Software-Funktionalitäten, die ich da habe. Es können also durchaus ein Markt sein, wenn man so will, ein App-Store für IoT. Wenn man jetzt mal auf die Angebote oder auf die Architekturen von anderen schaut, also wir haben uns konkret mit ARM und mit Intel beschäftigt, ist jetzt nicht gut zum Lesen, ist klar, habe ich auch nicht dazu präsentiert, um eben es lesen zu müssen, aber im Prinzip steht da genau das Gleiche drin. Also wir hatten vor kurzem einen Workshop mit Intel, die haben unsere 110.000 Meter Folie gesehen und meinten, ja, wir machen ja genau dasselbe. Das Problem ist, man macht aber nicht genau dasselbe, weil man eben genauer hinschauen muss, welche Probleme man wirklich hat und wie man die angehen sollte. Also eine Schwierigkeit, die wir jetzt mal gesehen haben, oder eine Variante ist, welche Art von Topologie habe ich überhaupt in meinem System oder welche will ich haben? Zum Beispiel, das Einfachste ist Peer-to-Peer. Also ich habe wirklich nur ein einziges IoT-Device und irgendeine Application, die mit diesem IoT-Device spricht. Also spricht es eher so, wie man es zu Hause oft hat. Das ist relativ trivial. Da brauchen wir jetzt nicht viel groß drüber diskutieren. Also das ist quasi der Mini-Bestandteil von jeder anderen Topologie. Was das nächste ist, ist Hub and Spoke. Also wer zu Hause eine Philips Hue oder eine Awesome Lightify hat, das ist Hub and Spoke. Da hat man eine zentrale Bridge, das ist die einzige, die wirklich übers Internet verbunden ist und die ganzen, sage ich mal, Lampen sind in Wirklichkeit über Zigbee nur lokal mit dieser zentralen Bridge verbunden. Das heißt, eigentlich das eigentliche IoT-Gerät, wenn man es genau nimmt, ist der Gateway und die verschiedenen Geräte sind eigentlich die, sage ich mal, Beacons. Genau dasselbe haben wir zum Beispiel bei uns in Richtung Verkehr. Also wir haben zum Beispiel einen Auftrag von der Schweiz, dass man eben wirklich in Züge Gateway hat, der quasi die Kommunikation mit dem Backend übernimmt. Das Backend steckt entsprechend in der Cloud und an jedem Zugwaggon gibt es auch noch Beacons, die können mit Handys kommunizieren, um zum Beispiel Tickets abzurechnen. Also wenn ich da reingehe, habe ein Ticket, dann wird es entsprechend storniert, nicht storniert, sondern wird es entsprechend abgestempelt, in Anführungsstrichen. Wenn nicht, muss ich zahlen und kriege dann entsprechend ein neues Ticket. Und das Ganze wird gesammelt und dann über diese Gateways an die Zentrale geschickt. Das heißt also, wir haben ja wirklich so eine Art Hub-and-Spoke-Architektur, wobei man die Beacons durchaus aus IoT-Geräten sehen, weil die haben ja Sensoren, die müssen ja entsprechend mit Tickets oder mit Handys kommunizieren. Aber wir haben im Hintergrund noch ein weiteres System, das sich dann quasi wirklich um die Abrechnung und die Logistik kümmert. Ein Punkt, den man daraus auch lernen kann, also den wir zumindest wir gelernt haben, ist, es gibt nicht nur flache Hierarchien. Also es gibt nicht nur, hier ist irgendein Server und hier sind tausende von Devices, die alle mit dem Server kommunizieren, sondern es gibt auch zwischen den Geräten hierarchische Strukturen, auf die ich aber später noch zu sprechen bekomme. Das zweite ist die Bustopologie. Die Bustopologie kommt meistens sozusagen bei Systemen, die wirklich eng integriert sind. Also zum Beispiel im Auto haben wir den CAN-Bus. Und wenn wir jetzt sowas nehmen wie eben Autosar, das ist eine Middleware für Fahrzeuge, dann wird man sehen, da sind wirklich Dutzende von Prozessoren überall drin, die miteinander kommunizieren. Jedes ist im Prinzip auch ein Device oder lässt sich als IoT-Device sehen. Und die kommunizieren alle über den CAN-Bus. Das heißt also auch hier weitere Möglichkeit der Interaktion CAN-Bus. Das muss man alles berücksichtigen, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt alles mit MQTT zum Beispiel. Also das geht unter Umständen überhaupt nicht, weil ich drunter eine Infrastruktur habe, mit der ich das gar nicht machen kann. Oder wo das eben entsprechend nicht sinnvoll wäre. Oder Ad-Hoc-Topologien, also wer sich vielleicht noch erinnert, BMW hat ja die Experimente gemacht, irgendein BMW fährt voran, merkt, da vorne ist ein Stau und meldet dann wellenartig nach hinten durch, schaut
achtet darauf, dass jetzt da ein Stau kommt und versucht möglichst eine Ausweichroute zu nehmen. Das ist auch IoT, das geht auch über Internettechnologien. Das sind aber Dinge, die sich teilweise sogar selber organisieren. Also ich habe die Drohnen vorher gebracht, die organisieren sich selber. Die merken auch, wenn zum Beispiel irgendwelche anderen Drohnen nicht mehr funktionieren oder keinen Saft mehr haben und kommen einfach helfen hinzu. Also das heißt, also, die wissen zwar, was sie erreichen wollen und haben ein gemeinsames Ziel, wie sie das aber einzeln anstellen, bleibt ihnen überlassen. Also es kann also durchaus dazu kommen, dass ich je nachdem, welche Aufgabe ich löse, spontane Konfigurationen habe, wo die Geräte einfach zusammenwirken und eine Aufgabe lösen und beim nächsten Mal werden ganz andere Geräte eine zweite Aufgabe lösen. Das heißt also, ich habe auch Ad-Hoc-Konstellationen. Und es gibt auch verschiedene Interaktionsszenarien. Also wenn man jetzt überlegt, wer könnte denn überhaupt mit wem interagieren, dann haben wir hier eine ganze Menge von Geschichten. Zum Beispiel, ich könnte auch direkt mit dem Gerät interagieren. Virtual Reality Brille, ich gehe zu dem Gerät und es zeigt mir seine Innereien und wo rot ist, ist zum Beispiel irgendein Defekt festgestellt worden. Also nein, einfach mal fiktiv gibt es noch nicht, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder eben auch Backend-Services, die mit einem Device kommunizieren oder aber auch mit einem Administrator oder mit einem Benutzer. Zum Beispiel, wenn ich wissen will, in meiner Brauereianlage, wie viele Flaschen werden jetzt gerade abgefüllt pro Stunde, dann kann ich da als verantwortlicher Bierbrauer über mein Dashboard reinschauen. Es kann aber auch ein Administrator reinschauen, um zu sehen, gibt es irgendwelche Probleme, wo ich jetzt mit Preventive Maintenance Maßnahmen einen möglichen Ausfall unterbinden kann. Es kann ein DevOps sein, der zum Beispiel sagt, ja, ich kann an der und der Stelle vielleicht das Ganze optimieren oder im Batch laufen lassen, weil es im Batch viel sinnvoller ist. Und solche Geschichten sind eben zeigen auch, dass man eben nicht nur diese eine Art von Rolle hat, sondern man hat verschiedene Administratoren, verschiedene Arten von SysOps, DevOps, man hat verschiedene Arten von Benutzern und man hat verschiedene Arten von Geräten, Backend-Services und so weiter. Das heißt, also, es ist nicht so ganz trivial, was man hier alles vor sich hat und es ist durchaus auch unterschiedlich, wo man sich gerade bewegt, in welcher Domäne. Und eben nicht zu vergessen, Trusted Authorities, welche Komponente oder wie mache ich, stelle ich sicher, dass ich immer wieder eine abgesicherte Kommunikation habe und mir keiner irgendwo dazwischen funken kann. Das heißt also, ich habe Device-to-Device-Szenarien, wo ich zum Beispiel Events übertragen kann. Jedes Device verschickt ein Event, sobald es zum Beispiel irgendeinen Sensor-Schwellwert überschreitet. Es gibt Client-to-Device-Szenarien, der Arzt geht vor das Krankenbett, da ist ein RFID-Chip, da wird gemeldet, welcher Patient ist es und ich kriege automatisch alle Gesundheitsdaten, die Fieberkurve, was auch immer. Gibt es tatsächlich schon in Berlin zum Beispiel, nicht von Siemens, sondern von SAP, also solche Systeme gibt es schon. Oder Client-to-Backend. Machen wir auch. Wir verschicken einfach Daten von den Geräten, Sensordaten ans Backend, wo sie dann analytisch ausgewertet werden. Stichwort Big Data. Oder eben auch Backend to Device. Nicht nur zum Sammeln von Daten, sondern auch zum Steuern von Geräten. Also es gibt hier wirklich die verschiedensten Interaktionen. Es ist auch denkbar wirklich, dass ich mich vor dem Gerät mit einem Human-Machine-Interface sozusagen unterhalten muss, weil ich der Servicetechniker bin und möchte zum Beispiel doch, weil das nicht geklappt hat, die Firmware manuell aufspielen. Dann muss ich auch irgendwie vor Ort mit dem Gerät sprechen können. Ein Punkt, den man hier auch noch sehen muss, ist eben das Messaging. Wie mache ich das überhaupt? Also wie kommuniziere ich? Da gibt es ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten. MQTT für Backend zu Device ist sinnvoll. Wir verwenden an der Stelle QoAP. Also das ist im Prinzip REST, nur ein bisschen reduziert um ein paar Dinge. Wir gehen also davon aus, in unserer Architektur, dass möglichst kein Zustand irgendwo hin und her geschickt wird oder besser gesagt kein Zustand gehalten werden muss und dass wir eben alles über sozusagen REST-Schnittstellen, über URIs und dergleichen adressieren. Das ist aber hier eine Entscheidung, die wir so getroffen haben. Wichtig ist halt nur, ist die
ist der Standard, den ich verwende, wirklich dafür geeignet, auf unseren Domänen entsprechend diese verschiedenen Lösungen oder Probleme zu unterstützen? Also MQTT hat halt zu viele Offenheiten, zu viele Punkte, die so nicht funktionieren. Also wo man Interoperabilitätsprobleme kriegt, deswegen haben wir uns für CoAP und REST entschieden. Man hätte aber durchaus, wie schon gesagt, auch andere Lösungen wählen können. Ich glaube, an der Ecke ist die letzte Entscheidung mit Sicherheit noch nicht gefallen. Also von der Architektur her habe ich zumindest vorgesehen, dass man auch andere Protokolle entsprechend integrieren kann und zwar auch dynamisch integrieren kann. Also man kann mehrere Protokolle unterstützen, was ja auch wichtig ist, wenn zum Beispiel man überlegt, gerade in Gebäudetechnik, da gibt es Bugnet, für Automatisierung gibt es OPC UA. Es gibt also auch noch verschiedene, sage ich mal, branchenspezifische Standards, die wir auch noch unterstützen müssen, oder HAL3 und DICOM für Healthcare. Das heißt, auch das muss möglich sein, diese Protokolle entsprechend zu verarbeiten. Das nächste lasse ich mal aus, was ein Actor ist und so weiter. Also ich gehe mal gleich darauf ein, wie wir jetzt die Idee angehen, dass wir die Protokolle austauschen können. Was wir hier machen, wir bauen einfach die Protokollverarbeitung als Pipes and Filters. Das heißt also, alle Teile der Kommunikation, Security, Marshalling von Daten, Transport, sind eben Filters, die mit Pipes zusammengefügt werden. Ich habe Proxys zum Server und Proxys zum Client und kann dadurch eben immer mit derselben Schnittstelle arbeiten, wenn ich Nachrichten verschicke. Es ist aber völlig egal, ob da jetzt dahinter MQTT oder irgendwas anderes steckt. Also wir können es auch austauschen, das heißt also, wir können das flexibel einkonfigurieren und können dann auch parallel andere Protokolle unterstützen oder auch Teile austauschen. Wenn einer sagt, okay, das Security-Filter ist eben vielleicht fehlerhaft, dann kann ich den austauschen und kann den einfügen, ohne dass es die Anwendung, die darauf zugreifen, entsprechend wirklich berührt. Und auf die Art können wir zum Beispiel auch Daten von einem E-Metering mit Passwort und verschlüsselt verschicken, weil vorher in dem Keynote war ja dieses Thema und wenn einer das dann abruft, hat er nicht viel davon, wenn das Ganze verschlüsselt ist. Also auch das sind Dinge, die man hier transparent für die Applikation, die möchte sich ja nicht unbedingt drum kümmern, das soll aber trotzdem passieren, dann entsprechend abarbeiten kann. Der nächste Punkt ist Complex Event Processing. Also man hat ja das Problem, dass irgendwie die Geräte Sensoren lesen oder Aktoren ansteuern, daraus entstehen irgendwelche Events. Zum Beispiel, ich bewege jetzt meinetwegen ein Tor von links nach rechts, da kann ich jetzt nicht die ganze Zeit warten, bis das passiert ist und dann ist das Gerät in der Zwischenzeit nicht mehr benutzbar, sondern ich mache einfach Event Processing. Sobald irgendwo dieses Event abgeschlossen ist, kriegt der Auftraggeber eine Information, dass eben jetzt dieser Vorgang abgeschlossen ist. Das ist eben mit Complex Event Processing, mit Event Queues, wo man Nachrichten zwischenspeichert, allerdings auch mit Optimierungen. Wenn wir im lokalen Fall über den Bus sprechen, können wir auch mit anderen Protokollen eben ohne Event Processing sprechen und mit reiner Kommunikation. Also das heißt, das Ganze ist auch noch relativ flexibel. Hier kann man Push- und Pull-Modelle unterstützen. Bei uns ist beides unterstützt, weil eben auch die Bedürfnisse dahin gehen. Es gibt Situationen, wo halt ein Empfänger unbedingt ein Ereignis eines Sensors haben will. Es gibt Situationen, wo er sagt, ja, wenn es da ist, dann schickst du es und vorher interessiert mich das nicht. Also es sind also alle möglichen Szenarien, die jetzt in unterschiedlichen Domänen stattfinden, müssen auch irgendwie unterstützt werden. Was wir hier machen, Und zwar das Problem ist ja, wie gehen wir mit diesen ganzen Dingen um, die irgendwo zwischen Geräten, Backends und dergleichen hin und her geschickt werden. Das sind im Endeffekt ja zwei Punkte. Das eine ist, ich schicke unter Umständen Kommandos an mein System, bitte miss mir jetzt die aktuelle Temperatur. Oder ich schicke zum Beispiel irgendein Kommando an eine Motorsteuerung, dass sie entsprechend dies oder jenes tun soll. Das heißt also, ich habe verschiedenste Events, ich habe verschiedenste Kommandos, die muss ich ja irgendwie unterstützen. Das Erste, was man eben dafür braucht, ist, um es nicht ineffektiv zu machen, also irgendwelche Timers zu definieren. Jetzt hat aber jedes Operating System eigene Timer und jedes Board hat eigene Timer. Auch hier wird eine Abstraktion drüber gelegt, Timer-Abstraktion, also wir bauen eine Art Laufzeitsystem in das Gerät ein, wo diese Timer und auch alle anderen Funktionalitäten sozusagen über
Körperfassade verborgen werden, sodass ich immer dasselbe Programmierparadigma habe, egal auf welchem Gerät ich mich befinde. Wir können sogar die gesamte Laufzeitumgebung von Gerät A nach Gerät B schicken, indem wir einfach Docker verwenden zum Beispiel. Also auch hier Möglichkeiten, wie man eben flexible Laufzeitsysteme hier hinbekommt. Ein Punkt ist natürlich im Gerät drin, also wenn Sensoren Werte liefern oder wenn Aktoren entsprechende Aktionen durchführen, dann schaut es ja immer relativ systemnah aus, wenn ich das programmieren muss. Da bin ich entweder in C, C++ auf Linux-Ebene oder eben auf Windows-Ebene oder was für ein System, proprietär oder nicht proprietär, ich auch immer benutze. Was wir hier verwenden, ist als Pattern das Reactor- und Proactor-Pattern. Das Reactor-Pattern ist ein Pattern, das sagt, okay, wenn du irgendwas, Ereignisse mitbekommen willst, dann melde dich bei mir an, gib mir die ID des entsprechenden Ereignisses, zum Beispiel Socket wurde entsprechend geöffnet und schick mir dann eine Nachricht. Das heißt also, hier wird allen System-Events eine Nachricht geschickt, das ist eben wie bei Socket-Programmierung. Ich kann also quasi unter diesem Paradigma verschiedenste Arten von Events, ob es File-Handle, Kommunikation oder sonstige Events sind, in einer gleichen Art und Weise verarbeiten. Das ist der Sinn von dem Reactor. Proactor ist nichts anderes als, wenn du irgendeinen Motor angesteuert haben willst und es dauert ein bisschen, bis der fertig ist, dann kriegst du von uns über einen Token Bescheid, falls der Auftrag erledigt ist. Das heißt also, ich krieg von einem Client den Auftrag, was zu tun, der schickt mir einen Token mit, sobald es erledigt ist, rufe ich den auf, schicke ihm die entsprechende erledigte Nachricht mit dem Token, den er mir mitgeliefert hat, sodass das einfach eindeutig zuordnenbar ist. Also dieses Reactor-Proactor-Pattern-Paradigma gibt es ja nicht erst seit gestern, gibt es schon länger. Und viele dieser Patterns, die wir hier verwendet haben, gibt es auch schon länger. Die kommen nämlich alle meistens aus Mittelware-Anwendungen, wo sie eben schon erfolgreich zigmal eingesetzt worden sind. Das heißt, wir müssen hier das Rad nicht neu erfinden. Insofern sind vielleicht jetzt die Patterns und Architektur-Herausforderungen gar nicht mehr so spannend, weil man sie ja schon teilweise mit Patterns lösen kann, die es schon gibt. So, und jetzt habe ich. Na? Das heißt also, eigentlich von der Architektur her gesehen, ist es nur interessant, wie das zusammengefügt wird. Und was aber die einzelnen Patterns und Lösungen sind, ist eigentlich mal gar nicht so spannend, weil man eben wirklich in der Pattern-Literatur mal nachschauen kann und schauen kann, welche Lösungen oder welche Probleme schon gelöst worden sind. Also hier zum Beispiel eben Wrapper-Fassade für jeden Temperatursensor. Es ist auch mal ein triviales Beispiel, wenn ich also so einen Temp-36-Sensor nehme, jetzt mal für ein Arduino, dann schaut die Programmierung völlig anders aus, da muss ich irgendwelche Werte konvertieren, als wenn ich jetzt irgendeinen 1820 Temperatursensor nehme. Nur interessiert es die Applikation, die drüber läuft, auf dem Gerät? Nein, die möchte nur die Temperatur wissen, die möchte nicht wissen, ist es jetzt ein X- oder ein Y-Sensor und sie möchte auch nicht mitkriegen, wenn ich die Dinger austausche, wenn ich also statt des einen den anderen Sensor reinbaue. Also es muss also irgendwo eine Wrapper-Fassade-Ebene geben, die quasi Treiber installiert und die für den Benutzer unsichtbar oder transparent dann solche Dinge, Unterschiede ausbügeln kann und auch neue Treiber installieren kann. Also wir haben so ein Plug-and-Play-Treiber-Modell drin, sodass wir eben jetzt nicht mehr genau wissen müssen, ist das Sensor Typ A oder B. Wenn man es wissen will, kann man direkt darauf zugreifen, wenn nicht, dann kann man aber auch transparent arbeiten. Ein anderer Punkt, den man auch von der Heimautomatisierung kennt, ist ja, ich bin jetzt ein DevOps und es müssen verschiedene Aktionen bei verschiedenen IoT-Geräten in irgendeine Reihenfolge gebracht werden. Da kann ich natürlich hergehen und kann ein Programm schreiben, meinetwegen ein C++-Programm, wo ich dann händisch mit dem entsprechenden Middleware-Protokoll die einzelnen Aktoren oder die einzelnen Geräte aufrufe und es dann sozusagen zusammen kombiniere. Das hat nur zwei Schönheitsnachteile. Okay, es ist schnell. Aber auf der anderen Seite ist es nicht wartbar, das ist quasi wirklich hardcodiert und zum Zweiten ist es natürlich deswegen auch änderbar und vor allem ein DevOps oder SysOps oder irgendein Business-Administrator, irgendeiner, der sich zwar mit der Domäne, meinetwegen Factory Automation auskennt, der aber von IT keinen Schimmer haben will, der hat das Problem,
dass er irgendwie das zusammenfügen muss und nicht das programmieren kann. Also Idee einfach hier an der Stelle, wir bauen einen Workflow, also eine Workflow-Engine, die rules-basiert ist, also regelbasiert. Wir geben jedem IoT-Laufzeitsystem, wo dann IoT-Applikationen laufen, entsprechend müssen eine entsprechende Schnittstelle unterstützen, über die dann Workflows gestartet werden können. Also wir können also alle Komponenten, die jetzt irgendwo in einem IoT-System vorkommen, egal ob auf dem Backend oder auf Geräten, über solche Schnittstellen automatisieren und damit auch automatisierte Workflows durchführen. Also wir kennen es ja alle eher von Heimautomatisierung. Wenn ich nach Hause komme, geht bei mir immer das Licht an, sofern es dunkel ist. Also das heißt, das sind auch Sachen, will ich vielleicht nicht mehr, vielleicht will ich, dass das Licht immer erst um 8 angeht und dergleichen. Ich möchte aber dann nicht erstmal ein mehrere Millionen Zeilen großes C++-Programm ändern, um das zu erreichen. Die nächste Geschichte, die man natürlich hat, ist Skalierbarkeit. Wir sprechen ja hier nicht wirklich von nur ein paar Dutzend Geräten, wie man es zum Beispiel im Haus hat. Da gibt es dann den Kühlschrank, der immer genannt wird, den Toaster, die Waschmaschine haben wir heute gehört, die Fähren, die irgendwo fahren und dergleichen. Also das heißt, das sind ja alles relativ wenige Geräte, mit denen man es zu tun hat. Da spielen Skalierbarkeitsprobleme noch keine Rolle. Wenn ich aber erstmal hergehen muss und ich habe wirklich Tausende oder Zehn oder Hunderttausende von Geräten, dann ist es nicht mehr so trivial. Vor allem, wenn die relativ zeitnah irgendwelche Events schicken. Gerade in der Verkehrsinfrastruktur passiert ja dauernd was. Parkplätze werden freigemacht oder Autos fahren hin und her, Radlfahrer sind unterwegs. Die Sensoren haben dauernd was zum Aufzunehmen und entsprechend zu steuern. Zum Beispiel Ampel wird bei uns immer grün in München, wenn eine Straßenbahn kommt. Das sind also alles so Sachen, die müssen ja irgendwo eingegeben werden. Und diese Dinge haben natürlich ein großes Skalierbarkeitsproblem. Zum einen natürlich, wenn ich viele Geräte habe und zum Beispiel 1 Million Geräte flach betrachte, dann macht das keinen Sinn. Hier mal ein Beispiel angenommen, ich habe eine Wetterstation. Die besteht nicht nur aus einem IoT-Gerät, sondern es gibt für jede Art von Messung ein eigenes IoT-Gerät. Zum Beispiel ein Windmesser, irgendein Temperaturmesser, ein Luftdruckmesser, vielleicht auch noch ein Umweltmesser für CO2-Belastung und für andere Dinge, für Feinstaub. Es kann hier natürlich hergehen und es kann sagen, okay, ich steuere jede dieser IoT-Geräte extra an. Also ich gehe erstmal zum Temperatursensor, dann gehe ich durch die ganzen anderen Sensoren durch, um die Information zu bekommen. Das macht keinen Sinn. So aber ist es heute angedacht beim IoT-Ansatz. Was wir eben machen wollen, ist, dass wir wirklich einen Systemansatz haben. Das heißt, also ein IoT-Gerät kann selber aus einem weiteren IoT-Geräten bestehen, kann dadurch zum Beispiel bei irgendwelchen Firmware-Updates auch sozusagen als lokaler Verteiler fungieren, kontrolliert also seine IoT-Geräte auch und damit bekomme ich auch lokal bessere Performance, kann eben auch Skalierbarkeitsprobleme vermeiden, weil ich eben das Ganze hierarchisch ordne. Also ich habe jetzt nicht mehr 1 Million Geräte, sondern ich habe vielleicht eine hierarchische Ordnung mit 100 Knoten, da wo jeweils weitere 100 Knoten drunter hängen und dergleichen und entsprechend kann ich das dann dadurch auch wesentlich skalierbarer machen. Also ein Systemkonzept. Also wir bauen quasi ein Systemkonzept, wo man eben entsprechend eine Hierarchie von IoT-Devices aufbauen, die entsprechend einen Master haben oder einen Owner, wenn man so möchte, und damit eben nicht mehr als flache Hierarchie entsprechend agieren. Die zweite Geschichte, die man natürlich hat, sind eben so Synchronisationsproblematiken. Ich bekomme ja unter Umständen, angenommen ich bin im Backend, ich möchte wissen, wie ist die Wetterlage in Deutschland, dann bekomme ich ja gleichzeitig Millionen von, sage ich mal, Wetterstationen, die mir ihre Daten melden. Die Frage ist, wie mache ich das skalierbar? Auch hier wieder, ich baue einen Synchronisationslayer, wo all diese Requests reingelegt werden und es gibt dann parallele Server, die sie dann quasi Schritt für Schritt entgegennehmen. Das Ganze ist das Half-Sync, Half-Async-Pattern. Das heißt, ich baue mir eine Warteschlange ein, in die erstmal die Aufträge eingereiht werden, ohne sie abzuarbeiten und dann können parallele Server in Server-Farms entsprechend die Aufträge entgegennehmen und entsprechend verarbeiten. Damit es dort keinen Wettbewerb zwischen Threads gibt, benutzt man das Leader-Followers-Pattern.
was ja im Prinzip immer nur einen, nämlich den Leader, erlaubt, auf die Information zuzugreifen, während die anderen, die Follower, warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Hat der Leader einen Auftrag, übernimmt er ihn, wird zum Worker, reiht sich später dann wieder in die Leader-Schlange ein und der nächste wird dann zum neuen Follower. Das heißt, damit verhindere ich dann wirklich Konkurrenz- oder Locking-Mechanismen, die ich dann sonst bräuchte. Eine andere Problematik, die man hat, sie zum Beispiel bei Warehousing. Wenn ich jetzt ein Warehouse habe, dann habe ich ja auch IoT-Geräte, zum Beispiel die einzelnen Regale oder die einzelnen Strecken, wo irgendwelche Geräte entweder liegen oder bewegt werden. Und hier ist das Problem, wenn ich jetzt ein Lagerhalter bin oder Materialflusskontrolle machen will, dann, oder vielleicht jetzt in irgendeinem Teil des Lagers neue Produkte einstelle, weil die gerade angeliefert worden sind, dann kann ich nicht nur eine Komponente nehmen, die quasi für diese Information, die diese Information aufnimmt, sondern ich muss wirklich Half-Object plus Protokoll nehmen. Das heißt also, ich splitte das physikalisch-logische Objekt in verschiedene logische Objekte auf, in verschiedene physikalische Objekte auf, die gleichzeitig Informationen entgegennehmen und dann sich gegenseitig synchronisieren, damit jeder den gleichen Zustand hat. Das macht man übrigens auch bei Active Directory. Also irgendwo gebe ich jetzt einen neuen User ein, dann geht wellenartig das gesamte System weltweit, wie groß das Netz auch immer ist, gehen quasi diese Änderungen durch und nach ein paar Stunden habe ich die Garantie, alle Änderungen sind überall. Das geht natürlich nur für solche Änderungen, die wirklich, wo es nicht darauf ankommt, dass die sofort in Echtzeit verfügbar sind. Also auch hier hat man eben Möglichkeiten. Was wir auch sehen, bei IoT-Geräten neigen viele dazu, dann eben wirklich jedes Datum einzeln abzurufen. Da gibt es eben 5 Sensoren, dann wird erst Sensorwert 1 abgerufen, Sensorwert 2, Sensorwert 3, Sensorwert 4, Sensorwert 5. Wenn wir über Internettechnologien sprechen, ist es völlig wurscht. Es sind immer so 4K, 2K Blöcke, die da übertragen werden unter TCP. Also ist es besser, immer alle Werte gleichzeitig zu übertragen, statt 5-mal Einzelwerte zu übertragen. Das mag jetzt zwar, sage ich mal, ein bisschen kleinlich oder marginal vorkommen, wenn man aber jetzt wirklich mal Zehntausende von Geräten hat, dann ist das eine Riesenmenge. Also haben wir festgestellt, also solche Dinge sollte man nicht unterschätzen. Ein anderes Problem, was wir natürlich auch haben, ist Connection Failures. Also was, ich bin ein Gerät, ich möchte irgendein Datum an irgendeinen Server über meine Event Queue, also Publish Subscribe, schicken, aber ich habe jetzt gerade keine Internetverbindung. Was mache ich jetzt? Schmeiße ich die Nachricht weg oder was tue ich? Und die Idee ist eben hier naheliegend, man baut eine Event Queue, die so lange wartet, bis die Verbindung wieder aufgebaut wird und dann entsprechend die Events weiterleitet. Ebenso natürlich von dem Backend. Ein anderes Problem, das ich allerdings habe, ich überspringe mal das hier, also man hat irgendwo einen Watchdog genau genommen, der überprüft, wenn die Verbindung nicht mehr funktioniert, oder ich warte, bis die Verbindung nicht mehr funktioniert, speichere dann alle Nachrichten zwischen und erst dann, wenn eben entsprechend das frei ist, dann kann ich es übertragen. Das haben sie übrigens bei der Motorola Iridium, das ist die Satellitentelefonie, auch gemacht, hat mir der Entwickler erzählt, dass Satelliten, wenn da jetzt Wolken sind, unter Umständen nicht senden können, die warten also, speichern alles, bis wieder möglich ist, was zu senden und senden alles en bloc runter. Ein kritischer Punkt, wo das wirklich noch am wichtigsten ist, ist zum Beispiel eben, wenn ich ein Firmware-Update mache. Das schauen wir uns mal hier an. Also wenn ich ein Firmware-Update mache und ich bin gerade mitten dabei, die Firmware zu ändern in meinem Zielgerät und jetzt geht die Verbindung verloren. Was mache ich jetzt? Und darum die Idee, man hat irgendwo einen Speicher im Gerät oder irgendwo dazwischen, wo man eben die neue Firmware reinlädt und erst dann, wenn diese Firmware geladen ist, installiere ich lokal über einen Agenten die neue Firmware und habe damit eben eine Sicherung drin. Wenn das Update irgendwie schief geht, der Server sich nie wieder rührt, dann läuft zumindest die alte Firmware noch. Und die neue Firmware wird erst dann installiert, wenn sie wirklich vollständig am Gerät angekommen ist. Also damit bekomme ich eben wirklich Sicherheit, dass das installiert ist, weil sonst habe ich ein Problem, was wir auch schon hatten. Es gibt dann irgendwelche Installationsmeldungen von Firmware, die sagen, ist es erfolgreich gewesen, was in Wirklichkeit gar nicht stimmt.
in Wirklichkeit ist fehlgeschlagen. Oder es gibt auch die, hat nicht funktioniert und in Wirklichkeit ist es frisch installiert worden. Das heißt also, wir haben False Positives und wir haben False Negatives zu verarbeiten. Das ist nicht in jeder Situation tolerabel, weswegen man eben hier durch so einen Mechanismus eben schauen muss, wie man das eben unterbindet. Und da ist eben gerade ein Ansatz wie hier, Coordinator Pattern, das ist ein Pattern, das wirklich überprüft, sind alle Dinge richtig übertragen worden und installiert worden und erst dann mache ich wirklich weiter. Ist natürlich besonders kritisch, wenn man jetzt Systeme hat, wo mehrere Geräte parallel arbeiten und man hat einen 24x7 sozusagen Anforderungen. Dann muss man natürlich auch schauen, dass wenn jetzt zum Beispiel, dann darf man eben immer nur ein Device nach dem anderen updaten und wenn es bei einem schief geht, macht man das alte Firmware wieder drauf, nicht, dass jetzt quasi alle gleichzeitig nicht mehr verfügbar sind. Hat man zum Beispiel bei Prepaid-Handykarten und dergleichen, da gibt es immer mehrere Server, die die Tickets verarbeiten, das sind ungefähr 27.000 pro Sekunde. Und wenn irgendein Update erfolgt, passiert es immer dann, dass zuerst einer der beiden Server abgedatet wird, der zweite ist immer noch in Betrieb und erst dann, wenn es gut gegangen ist, wird auch der zweite abgedatet, während der erste wieder in Betrieb genommen wird. Man hat also immer die Garantie der Verfügbarkeit an der Stelle. Also Loss of Connectivity ist eben möglich. Es gibt allerdings auch, sage ich mal, Systeme, wo das völlig anders gehandhabt wird. Zum Beispiel bei dem Intelligent Service Station Node, wo halt die Spannung in drei Phasen überprüft wird und dann festgestellt wird, gibt es eine Fluktuation, die ich handeln muss. Dort wird zum Beispiel Folgendes gemacht, wenn auf irgendeinem Grund die Internetverbindung nicht funktioniert, dann wird Powerline verwendet. Dann geht man wirklich über die Powerline-Kommunikation. Man nimmt also ein alternatives Protokoll. Man verlässt sie nicht nur auf das Internetprotokoll, sondern weicht im Notfall auf ein alternatives Protokoll auf. Also auch hier eine Möglichkeit, um solchen Connectivity-Loss zu begegnen. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, Geräte und entsprechende Backend-Services zu replizieren. Auch hier Unavailability of Backend Service, also wenn ich als Client irgendwelche Daten schicke, wir haben ja auch Systeme, die wirklich meistens darin bestehen, aus verschiedensten Knoten Daten zu holen und dann entsprechend zu verarbeiten, zum Beispiel um zu messen, wie groß ist jetzt gerade der Energieverbrauch und was muss ich denn im Energiemanagement tun, um das entsprechend zu kompensieren, muss ich irgendwelche Dinge dazuschalten oder nicht. Also das sind so Sachen, die jetzt im Backend gemacht werden. Ist natürlich dumm, wenn jetzt das Backend nicht mehr funktioniert oder nicht mehr verfügbar ist. Deswegen muss man auch trotzdem mal Cloud haben. Das ist immer so der Irrtum, Cloud Computing nimmt mir nicht sozusagen das ab, wie zum Beispiel Replikation. Das muss ich selber tun. Ich brauche also selber noch ein Routing, ich brauche selber eine Replikation von Servern. Ich darf also diesen Backend-Service nicht nur einfach haben, sondern ich muss den mehrfach haben, damit die Geräte ihn auf jeden Fall erreichen können, selbst wenn ein Replika davon eben nicht mehr funktioniert. Und hier eben Watchdog-Strategie. Wir überprüfen immer über Watchdogs, ist das Ding noch lebendig oder meldet es sich nicht mehr? Ich habe auch im Fall der Echtzeitkommunikation habe ich aktive Replikas, die sofort denselben Zustand haben, weil sie den immer mitbekommen und umschalten können. Oder ich habe kalte Replikas, die erst, sage ich mal, hochgezogen werden müssen, je nachdem, welche Art von Problematik ich in meinem IoT-System entsprechend lösen muss. Also wir sehen jetzt immer wieder dasselbe Punkt, Problem, Domäne bestimmt im Endeffekt auch, welche Lösungen wirklich für mein System funktionieren und welche nicht. Und ich kann jetzt nicht hergehen und für jede IoT-Landschaft, egal in welcher Domäne, immer dieselben Architekturansätze wählen. Das Ganze ist so nicht ganz so trivial. Also für uns halt das Problem, wir müssen halt Stellen variabel halten, wo es Unterschiede gibt. Wir müssen trotzdem überall die Sicherheit gewährleisten, weil es darf auf keinen Fall sowas wie Stuxnet zum Beispiel passieren. Und es muss trotzdem jedem Anwender, also jedem Piloten, wie man die Anwendung nennen, die jetzt konkret ihr Produkt schon auf unsere Lösung basieren lassen, müssen entsprechend unterstützt werden. Und deren Anforderungen sind teilweise wirklich sehr unterschiedlich.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Manageability. Also jetzt habe ich ja eine riesen IoT-Installation, wie schon gesagt, viele Geräte, viele Server. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas ändern muss, wenn ich zum Beispiel irgendwas wechseln muss, irgendeine Hardware austauschen muss oder irgendeine Software austauschen muss? Wir machen das folgendermaßen, indem wir da wirklich Plug-and-Play implementieren. Zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Sensor reinkommt, dann kann es dynamisch entdeckt werden, dann wird ein Treiber geladen dafür und dann kann man entsprechend auch auf diesen Treiber, auf diesen Sensor zugreifen. Wir haben auch einen eigenen Agent, also bei uns gibt es die Strategie, im Gerät sind immer Agents drin, im Cloud-Backend ist ein Gateway drin, also ein Agent, alle Agents auf einem Gerät kommunizieren über eine feste Leitung zu dem Gateway und damit sparen wir zum Beispiel auch Kommunikationslasten. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt jedes Gerät oder jeder Agent im Gerät mehrere Verbindungen zum Backend hat, sondern die Verbindungen werden minimiert. Ich habe eine feste Verbindung, die ganze Zeit übersteht, weil ich da im Industriebereich entsprechende Anforderungen habe und damit kommunizieren die Agents. Agents können zum Beispiel Firmware-Updates vornehmen, das heißt also da Service Provisioning, Software Provisioning Service, den wir im Backend haben, kommuniziert mit dem Agent lokal auf dem Gerät, um zum Beispiel ein Firmware-Update durchzuführen oder um eine neue App oder eine neue Funktionalität auf das Gerät zu laden. Oder ich habe irgendeinen Konfigurations-Agent, über den ich dann quasi meinetwegen als Dev oder SysOp irgendwelche Konfigurationsänderungen vornehmen kann. Also wenn man es wirklich, das hört man ja öfters, dieses Agent-Modell, Geräte haben Agents und Services haben eben entsprechende, laufen alle über ein Gateway. Wie auch beim Onboarding ist auch so ein Thema, wie machen wir Onboarding? Da haben wir, glaube ich, wirklich tagelang diskutiert, wie man Onboarding macht. Vor allem, weil wir bei Siemens ja auch Multi-Tenant-Szenarien haben. Das heißt, es ist so, dass unsere Kunden nicht unbedingt wollen, dass alle ihr eigenes Datacenter mal öffnen, sondern das soll alles quasi im Eagle-Rechenzentrum von Siemens laufen. Eagle-Rechenzentren, sie sind mehrfach repliziert in Deutschland und das sind die Dinge, wo einer ohne Genehmigung sowieso nicht reinkommt und wo auch niemand gesagt hat, wo die sich überhaupt befinden. Da sind also die unternehmenskritischen Anwendungen drin, zum Beispiel Finavigate, ist die Konto-Software, wo alle Kontoübertragungen und irgendwelche Zahlungen rüberrauschen. Ich hatte damals dort ein Review gemacht, als die Compliance-Affäre war. Das war dann immer ein bisschen interessant, gerade zu dem Zeitpunkt, weil dann nämlich der Staatsanwalt das Review behindert hat, weil er die Daten sehen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Also solche unternehmenskritischen Dinge werden eben im Eagle-Rechenzentrum geleitet und da hat keiner Zugriff. Auch nicht jemand, der jetzt unsere IoT-Applikation baut, also auch ein wichtiger Kunde nicht, sondern die müssen alle irgendwo mit Mechanismen in der Lage sein, das System zu managen, ohne dass sie da direkt in das Rechenzentrum rein können. Das heißt also, man muss von vornherein seine Software so auslegen, dass die Manageability gewährleistet ist, obwohl ich nie direkt an den Rechner hin kann, zumindest an denen, wo die Cloud-Services laufen. Und das Onboarding in dem Fall wird bei uns folgendermaßen gemacht, jedes Gerät hat einen hardwaremäßigen Token, also Security-Zertifikat. Das ist also nicht nur eine Software, sondern ist hardwaremäßig eingebaut. Wir registrieren es schon mal auf einem, sage ich mal, Device-Management-System virtuell. Es wird dann quasi physikalisch angeschlossen und dann wird quasi dieses virtuelle Gerät auf das physikalische Gerät abgebildet. Wir merken uns auch die Vorgeschichte, falls irgendwas ist, falls irgendwelche Rechtsprobleme auftauchen, muss man nachweisen können, welche Geräte wann was gemacht haben, kann man sich aber gerade bei Verkehrsinfrastrukturen vorstellen. Deswegen haben wir ja auch ein Problem, man muss irgendwo eine History halten, was eben in den einzelnen Geräten wann passiert ist und selbst wenn jetzt ein Gerät den Besitzer wechselt, weil ich den von dem einen Tenant wegnehme und zum anderen Tenant hinzufüge und neu installiere, muss ich mir trotzdem das merken. Diese Zuordnung zwischen virtueller Identität und physikalischen Geräten, die wir mal dahinter gesteckt haben. Das heißt also auch das Onboarding ist relativ, sage ich mal, muss eben entsprechend beachtet werden und muss entsprechend eben im Device Management durchgeführt werden. Also Device Management ist ja nichts anderes als eine große Registry, wo alle Gerätedaten drinstehen und wo ich dann wirklich auch das Onboarding machen kann, also Geräte neu hinzunehmen, aber auch Geräte wieder herausnehmen.
und noch viele weitere Dinge, die dort möglich sind. Weswegen ich jetzt gleich zu dem Device Management komme. Das ist quasi das Inventar meiner ganzen IoT-Lösung, wo die ganzen Geräte drinstehen, wo ich eben Geräteänderungen vornehmen will, wo ich Geräte hinzufügen oder entfernen will und wo ich auf jeden Fall das Bedürfnis habe, dass ich diese Geräte entsprechend benutze, um dort Monitoring, Konfigurationen, Updates durchzuführen. Und das mache ich alles über dieses Dashboard. Was wir hier sehen, ist übrigens die Bosch-Lösung, die genau dasselbe machen. Also hier ein Ausschnitt, kann man jetzt nicht gut lesen, aber wer sich interessiert, von Bosch gibt es ein White Paper, wie die ihre Architektur gebaut haben. Wir machen auch Partnering mit Bosch, benutzen zum Beispiel deren Device-Management-System, ist ein Open-Source-Projekt, kann sich also jeder von Ihnen auch mal anschauen. Also es sind halt relativ viele Möglichkeiten, wir mussten sie aber noch entsprechend erweitern, um eben für unseren Bedarf das entsprechend umzusetzen. Also wie schon gesagt, eins der wichtigsten Punkte ist Security, und wenn Sie Security drin haben, dann wird es eben haarig, weil man eben da alle möglichen Eventualitäten hat, weil man da auf einmal Drittkomponenten wie die Cloud reinbekommt und eben sicherstellen muss, dass weder Daten noch Verbindungen weder gehackt noch irgendwie überprüft oder kontrolliert werden können. Ein anderer Aspekt ist natürlich Device-Restriktionen, denn diese ganzen Geräte, die man so hat, auch wenn sie jetzt, sage ich mal, sehr leistungsfähig sind, haben trotzdem oft Restriktionen. Zum Beispiel sollen sie nicht zu viel Energie verbrauchen. Sie haben auch meistens nicht den Riesenspeicher, gerade wenn man jetzt die unteren Device-Klassen, die wir haben, betrachtet, haben eben auch nicht viele I/O-Ports, sondern relativ wenige und auch eine langsame Kommunikation. Und auch damit muss man umgehen, zum Beispiel bei Power-Saving, indem man wirklich überlegen, wann wird das System wirklich mit vollem Betrieb belastet, wann wird es im Low-Energy-Modus entsprechend gefahren, wann kann ich zum Beispiel irgendwelche Teile aktivieren, die ich gerade brauche. Zum Beispiel jetzt ein GPS-Tracking wie beim Container. Also wenn ich so ein Ding im Container einbaue, ist ja keine Stromversorgung drin, dann, wenn ich das beliebig einfach verwende, ohne nachzudenken, dann ist es auf der Hälfte der Strecke, funktioniert das nicht mehr, weil er seine ganzen Energien über GPS-Tracking sozusagen verbraucht hat. Deswegen ist gerade bei solchen Szenarien, also Offline-Szenarien, wo ich nicht an einer Leitung hänge, wo ich vielleicht außen an einer Pipeline hänge oder an irgendeiner Ölplattform oder eben, wie man es vorher gesehen hat, in einem Container stecke, muss ich eben darauf achten, dass die Energie da auch ein wichtiges Kriterium ist. Auch wenn wir mal meinen, ja, das sind alles Low-Energy-Geräte, das passiert eh nicht viel, aber wir sehen es schon, wenn wir unsere iOS- oder Android-Systeme nennen, wie schnell sich die leeren, obwohl sie eigentlich ja immer länger lasten, also das ist wirklich ein Problem. Und dann, um die Kommunikation eben zu reduzieren, habe ich vorher schon mal erzählt, haben wir zum einen die Strategie, wir haben ein Gateway, das heißt, zu den ganzen Services gibt es ein Gateway, mit dem sich jedes Gerät verbinden kann. Wir lassen also nicht zu, dass jetzt jedes Gerät wirklich eine eigene Verbindung hat, sondern oder beziehungsweise jedes Subkomponent im Gerät eine eigene Verbindung hat, sondern wir haben eine Verbindung und wir benutzen lokal Mesh-Netzwerke oder eben Bluetooth-Zigbee-Verbindungen. Also genau wie man es auch von Philips Hue zum Beispiel kennt. Das heißt also, wenn wir größere Daten verarbeiten, dann ist es meistens im Server und wir versuchen es möglichst eng zu halten, wenn es darum geht, zwischen Geräten und entsprechenden Servern Daten auszutauschen und eben entsprechend durch Maßnahmen, wie eben vorher gesehen, Availability, Load Balancing, Replikas, also entsprechende Server werden repliziert, auch die Rechenpower im Backend zu haben. Sorry. Ja, und ein Punkt, den ich erwähnt habe, gerade wenn man jetzt dann lokale Netze hat, wo Geräte intelligent zusammenarbeiten sollen, weil wo ich eben eine Logik habe, die eben erlaubt, dass Geräte autonom arbeiten, dabei auch ganz neue Patterns. Wenn zum Beispiel irgendwelche Drohnen umeinander fliegen, um eine Brücke zum Beispiel zu überprüfen, dann müssen sich die erst einmal irgendwo unterhalten. Sie müssen ja auch wissen, was ist denn noch nicht untersucht worden. Da gibt es zum Beispiel das Blackboard-Pattern. Also Blackboard ist wirklich wie eine Tafel. Ich schreibe einen Auftrag drauf oder mehrere Aufträge. Irgendeine Drohne liest sich den ersten Auftrag, nimmt den weg von der Tafel, streicht ihn aus und sagt, mache ich schon.
dann hat es vielleicht irgendeinen Teilauftrag erledigt, sagt, okay, das ist geschehen, aber es gibt noch eine zweite Teilaufgabe zu machen, da habe ich keine Zeit mehr dafür, weil meine Energie leer ist, schreibe ich wieder aufs Blackboard, irgendeine andere Drohne merkt es und kann entsprechend die Arbeit fortführen. Also das sind Sachen, die eben benötigt werden, gerade in solchen autonomen Geschichten. Ich möchte jetzt nicht von Militäranwendungen sprechen, aber da schätze ich, wird es dann auch passieren. Aber auf jeden Fall sind es auch Sachen in der Industrie, die man eben beachten muss. Also wie gehe ich vor, wenn ich Geräten erlaube, möglichst intelligent Lösungen für Probleme, die jetzt in der Realität auftauchen, zu finden? Wie gehe ich mit Nichtdeterminismus um? Gerade im Thema Safety, also wenn ich jetzt da Nichtdeterminismus habe und da läuft mal gerade einer über die Fabrikhalle und es kommt irgendein Gerät angesaust, irgendein Roboter, weil der hervorgerufen wurde, um jetzt bei der Produktion zu helfen, dann ist ja hoffentlich nicht das System so gestrickt, dass die Safety dann erst sekundär ist, sondern da muss ich eben auch auf solche Dinge achten. Also Safety in der Fabrikation und in solchen, sage ich mal, Situationen wie zum Beispiel Verkehrsmobilität und Verkehrsinfrastruktur sind natürlich essentiell. Dementsprechend brauche ich Maschinenlernen. Wir haben zum Beispiel auch den Ansatz, wenn wir Daten auf einem Gerät sammeln, dann lernen diese Geräte auch intelligent, wie sie mit den Daten umzugehen haben und wie am besten Daten auszuwerten sind. Also es gibt da eine Art Lernalgorithmen. Das heißt also, währenddessen ich Geräte betreibe, lernen die, wie sie am besten mit Daten umgehen und erhöhen ihre Intelligenz. Und diese Intelligenz wollen wir natürlich nicht irgendwie, dass jemand die Geräte aus dem Netz zieht und dann eben versucht, diese Algorithmen sich anzuschauen. Auch das ist etwas Kritisches für eine Firma, weswegen man auch sowas eben unterbinden muss. Das heißt also hier verschiedene Dinge, auch Kontext, Environment-Kontext, wo bin ich, regnet es gerade und all diese Dinge müssen irgendwo damit verbraten werden. Einer der größten Challenges überhaupt ist Testen. Also wie teste ich so ein System? Ich habe hier den Artikel gefunden, da geht es wirklich Testing of IoT, a new challenge in testing. Es ist wirklich ein Challenge. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, eben im Kleinen das zu testen. Ich habe aber mal mit Werner Vogels gesprochen, das ist der CTO von Amazon. Der meinte, also bei Amazon können die nicht einfach mal kurz ein System nachbauen, das genauso wie Rechnerknoten hat, wie sie haben, um das zu testen. Das funktioniert nicht. Die müssen wirklich am echten System testen. Das heißt also, sie müssen entsprechende Mechanismen vorsehen, damit sie im echten System testen können, sei es virtuelle Knoten über Docker aufmachen und dann schauen, wie die reagieren und dergleichen. Also man hat auf jeden Fall eine Challenge, die haben wir auch noch nicht gelöst, da sind wir auch noch dabei. Das ist eins der Fragen, wo es aus meiner Sicht noch viel zu wenig Antworten gibt. Wie gehe ich bei Testability vor und finde dort entsprechende Möglichkeiten, das Ding zu testen? Also wie schon gesagt, es gibt ein paar Standardlösungen, aber nicht unbedingt wirklich jetzt fertige Produkte. Es gibt noch viele andere Dinge, die ich hätte erzählen können. Sie sehen also, das Gerät ist sehr weit gestreut. Das heißt, es gibt noch viel mehr Probleme. Safety habe ich schon erwähnt, Performance Efficiency, Testability habe ich auch erwähnt, Habitability. Wie mache ich das System so, dass es auch mit dem, dass es der Benutzer auch gut bedienen kann, also sozioökonomische Folgen. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall ein Problem, dass man das IoT und das IoE, das Internet of Everything, dass wir eben damit ein Skalierbarkeitsproblem haben, auch Verfügbarkeit und solche Geschichten, Security lösen müssen. Das allerdings IoT immer noch unterschätzt wird. Also die meisten reden ja nur von Heimautomatisierung, sehen aber nicht, dass in Wirklichkeit jetzt wirklich Millionen, Milliarden Geräte in der Industrie ebenfalls auf diesen Zug aufspringen. Und weil es eben so viele unterschiedliche Domänen gibt, gibt es auch nicht eine IoT-Lösung. Also wenn irgendeine Firma verspricht, hier ist unsere IoT-Lösung, damit können Sie alles machen, das kann nicht funktionieren. Also one size fits all stimmt nicht. Best of breed hilft auch nicht, wenn die nicht gescheit zusammenwirken. Das heißt also, man muss wirklich sich überlegen, wie wir es jetzt gemacht haben, was haben wir denn konkret für Kunden, welche Probleme haben die, welche Bausteine brauchen die. Also unsere Bausteine muss man auch nicht 100% verwenden innerhalb von Siemens, sondern man kann auch an Teilen nehmen. Man sagt, ich habe schon mal Device Management, nehme ich eben die anderen Teile dazu. Das heißt also, man hat hier natürlich eben das entsprechende, sage ich mal,
Man muss es aber auch richtig schneiden, die Komponente. Man muss auch wissen, welche Funktionalität ist da drin. Ist es nur Pipifax-Funktionalität, dann wird es jeder selber nachbauen. Oder ist es wirklich sinnvolle Funktionalität, von der alle profitieren? Dann wird es natürlich auch ein Erfolg. Und im Augenblick schaut es auch ganz gut aus. Aber wie schon gesagt, bei uns gibt es auch noch viel zu tun. Auch wenn jetzt andere Hersteller, Firmen behaupten, sie hätten schon alles gelöst, zweifle ich dran. Also wir haben noch auf jeden Fall eine Menge vor. Und wir müssen auch noch eine Menge Probleme lösen. Ich wollte nur einen Eindruck geben, auf welchem Stand wir uns gerade bewegen und wie man mit Architekturen entsprechende Probleme auch lösen kann. Und im Übrigen möchte ich jetzt mit dem Steve Wozniak enden, der gesagt hat, never trust a computer you can throw out of a window. Und da IoT-Geräte kann man meistens aus dem Fenster schmeißen, also kann man ihnen auch vertrauen, nach der Logik. Vielen Dank. Ich stehe jetzt für Fragen noch zur Verfügung. Okay.